Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid. Großer Transferstau bei Borussia. Bringt Elvedi und Leiner den Stein wieder ins Rollen und sorgt Omlin für den Fabian Rieder Transfer. Das gilt es heute zu besprechen. Es gibt noch einige Baustellen. Roland Wirnkus hat noch einiges zu tun am Kader. Und heute zählt es noch 25 Abos bis zu den 13.000. Und dann haben wir die magische Rückennummer von Lars Stindl. Also wer heute kein kostenloses Abo da lässt und Daumen nach oben, da weiß ich dann auch nicht mehr. Und jetzt starten wir rein. Jonas Omlin hat ein Interview im Trainingslager gegeben am Tegernsee. Und er ist immer mal wieder in Kontakt mit Fabian Rieder über Borussia. Omlin würde sich persönlich sehr drüber freuen, wenn Fabian Rieder zu Borussia kommt. Er hat ihm bestimmt auch schon viel Gutes erzählt. Und dass Fabian Rieder unser Transferziel ist, das ist von allen Seiten bestätigt. Ich glaube, ich würde mich auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass es noch kommt. Die Frage ist, wann? Aus meiner Sicht haben wir dann auch einen sehr, sehr guten und hohen Konkurrenzkampf in der Zentralen. Rocco Reitz wird Druck auf den defensiven Sechser machen, Julian Weigel und Kramer. Gut, Kramer fällt aus, deswegen ist Rocco Reitz eigentlich noch näher dran an der ersten Elf. Auf der Acht wird es dann Kone und Rieder wahrscheinlich machen. Fraulo gehe ich eher von der Leihe aus. Ich glaube, da wird Rocco Reitz den Kaderplatz eher für bekommen dann. Auf der Zehn werden sich Neuhaus und Player um die Position streiten. Und dafür haben wir einen sehr, sehr knackigen Konkurrenzkampf. Bei Kone muss man abwarten, wenn ein Engländer kurz vor Transferschluss noch ankommt und merkt, okay, ich brauche noch einen guten Achter, dann liegen schon mal schnell 40 Millionen auf dem Tisch und dann muss man abwägen. Aber ich finde es gut und deutlich besser als letzte Saison, weil letzte Saison wussten 75-80% der Spieler, egal wie scheiße ich spiele nächste Woche eh wieder. Ich glaube, das wird dieses Jahr ein bisschen anders sein und das sorgt für Konkurrenz und wir wissen es alle, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn Omlin dann zusammen noch mit Wirkus den Rieder-Transfer klar macht, umso besser. Umso besser, er sagt auch, wir müssen den Abschied von Elvedi akzeptieren, das sagt Omlin, aber erstmal kommen wir, wenn, wir müssen die Entscheidung von Elvedi akzeptieren. Ne? Nicht, dass ich was Falsches sage. Leiner verhandelt mit dem FC Augsburg. Aktuell ist Steven Leiner krank, also laut transfermarkt.de. Rückkehr 31.07. ist natürlich auch nicht im Trainingslager. Wie schwer er krank ist, welche Grippe er hat, weiß man nicht. Auf jeden Fall soll er sich in Verhandlungen mit dem FC Augsburg befinden. Ich tue mich damit ehrlicherweise noch schwer. Klar, du würdest viel Gehalt einsparen. Ich glaube nicht, dass du eine große Ablöse bekommst, aber dann machst du dir eigentlich gefühlt noch eine Baustelle auf. Also mit Skelly, der wahrscheinlich gesetzt sein wird unter Seoane und das hat er auch schon durchblicken lassen. Und weil Leiner natürlich jetzt auch die ganze Vorbereitung, Trainingslager ausfällt, wird Skelly aus meiner Sicht dann doch gesetzt sein, obwohl ich gedacht habe, Stevie war früher als Skelly im Training drin. Glaube ich das mittlerweile auch. Und dann hast du noch Simon Walde. Und ob das für eine Saison reicht, wenn sich Skelly verletzen sollte, Gott bewahre, aber dann könnte es sehr, sehr dünn werden. Und dann bräuchtest du tendenziell auch noch einen Nachfolger für Stevie Leiner. Ob man sich die Baustelle aufmachen will, klar. Du sparst viel Gehalt, könntest dann eventuell noch tätig werden, aber ja, ich finde, von der Mentalität würde uns Stevie schon gut tun. Schwere, schwierige Sache, wenn der FC Augsburg da ernst macht, müssen wir mal gucken, ob wir ihn behalten oder dann doch abgeben. Stevie, habe ich auch in der letzten Folge gesagt, da gibt es auch nichts mehr zu sagen. Eine Personalie, die immer noch spannend ist, ist auch Hannes Wolf, auch nicht mit im Trainingslager, ist auch krank. Bis zum, hier steht 31.07., da muss man mal abwarten. Grippe wahrscheinlich. Wie sich das entwickelt, ne? Jetzt auch wieder extrem bitter für ihn. Vorbereitung, Trainingslager verpasst dann so ein bisschen. Wird auf jeden Fall dann auch nicht Stamm spielen und Hannes Wolf ist und bleibt ein Spieler, der das absolute Vertrauen braucht, glaube ich, der jedes Spiel machen muss, wenn er seine Leistung zeigen will und das wird er bei uns nicht. Ob man da nochmal eine Leihe angeht, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus oder sagt, ey Hannes, wenn es eine Möglichkeit gibt, setzen wir dich ein. Aber dass er Stammspieler bei uns wird, gerade auf der Position, ich glaube, da haben wir Robin Hack, der auf seine Spiele kommt, Borges Sanchez, der zum Glück nicht so schwer verletzt ist, der relativ zeitnah wieder zurückkommt, Alassane Player, der die Position bekleiden kann, Ngumu Honorar, der zur Not auch links spielen kann, da wird es sehr, sehr viel Konkurrenz auf seiner Position geben. Und ich glaube, dass das Kapitel Hannes Wolf dann spätestens nächstes Jahr enden wird.
Weil eine Vertragsverlängerung sehe ich aktuell nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Mal gucken, was aus Hannes Wolf wird. Und morgen könnte schon ein ganz entscheidender Stein fallen. Entschuldigung, wir spielen nämlich gegen Ingolstadt Testspiel. Ich glaube, um 18 Uhr ist der Anstoß. Im Anschluss mache ich dann meinen Fan-Talk. Aber die Frage ist, ob Nico Elvedi spielen kann. Oder ja, er könnte spielen, aber ob er spielt. Das hat Seoane noch so ein bisschen offen gelassen. Er hat gesagt, er könnte womöglich spielen. Wenn er spielt, ist wahrscheinlich kein zeitnaher Abgang zu erwarten. Das ist klar. Sollte er nicht spielen, kann das schon mal ganz schnell gehen. Ich meine, wir haben es bei Sabitzer gesehen. Ich glaube, keine Ahnung, wann noch, vor ein paar Tagen in der Vorstellung vor Bayern-Kader und einen Tag später schon bei Borussia Dortmund unterschrieben. Das kann dann schon mal sehr schnell gehen. Und ja, das hat halt Seoane auch gesagt, kann immer eine Entwicklung stattfinden. Ich glaube, bei Neuhaus ist die Entwicklung klar. Die geht zur Vertragsverlängerung. Aber das ist eigentlich das, was wir nie wollten, dass sich das so lange hinzieht mit Neuhaus und auch Elvedi. Aber da stecken wir nicht drin. Ne? Da sind immer drei Parteien, abgebender Verein, aufnehmender Verein und Spieler. Und jetzt dauert es halt ein bisschen und das zögert sich alles ein bisschen nach hinten raus, aber es ist auch nicht so schlimm. Es war klar, dass unser Kader sehr, sehr spät stehen wird. Das ist jetzt auch der Fall. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig mit dem Kader sind. Da wird noch einiges passieren auf der Abgangs- sowie Zugangsseite. Ich würde mal sagen, wir holen noch Minimum zwei Spieler und wir verlieren noch auch zwei. 2-2 würde ich sagen, das wäre mein Tipp. Und die Nachfolge ist eigentlich schon klar, da hat The Athletic eigentlich schon fast bestätigt, dass Wöber kommt, Maxi Wöber, das war kurz nach meinem letzten Beitrag, soll erst per Leihe kommen und dann darauf den Sommer eine Kaufoption haben, beziehungsweise vielleicht sogar eine Kaufpflicht, dass wir ihn kaufen müssen. Beim letzten Mal, ich habe sehr, sehr aufmerksame Zuschauer, habe ich Quatsch erzählt und das sehe ich dann auch direkt in den Kommentaren. Ich habe gesagt, er war kein Stammspieler, das war natürlich Quatsch, er war absoluter Stammspieler bei Leeds United, muss man sagen, er ist erst im Januar zu Leeds gewechselt, also in der Winterpause und hat dann eigentlich jedes Spiel gemacht, war mal kurz raus, so ein paar Wochen, aber war absoluter Stammspieler, da habe ich nicht richtig hingeguckt, wie gesagt, Wöber ist absoluter Stammspieler bei Leeds gewesen, ist schon mehrfacher Meister geworden in Österreich und ja, internationale Erfahrung, österreichischer Nationalspieler. Ich glaube, viele würden den Deal befürworten. Wir brauchen einfach, glaube ich, noch ein bisschen Geduld. Das ist was ich halt gar nicht habe, Geduld. So ein bisschen meine Schwachstelle auch persönlich. Ja, aber wir müssen abwarten, das hat Roland Wirkus auch gesagt. Der Kaderumbruch hat erst begonnen und deswegen warten wir noch. Ich glaube, dass diese Woche nichts mehr passiert, aber ab nächster Woche, wenn die Jungs wieder, ja, zurück sind im Borussia-Park, dann könnte wieder was passieren. Da gehe ich mal von aus. Ja, und dann natürlich die Kapitänsfrage. Das Thema Jonas Hofmann hat sich da natürlich erledigt. Seoane will vor dem Pokalspiel bei TuS Bersenbrück den Kapitän benennen. Omlin gilt da als Favorit. Weigel, Janschke, Florian Neuhaus sind da im engeren Kreis. Kramer hat sich durch seine Verletzung, glaube ich, so ein bisschen, zumindest was den ersten Kapitän angeht, verabschiedet. Vom Typen her muss man einfach sagen, wer Jonas Omlin prädestiniert dafür. Ich glaube, der steht zu unserer Borussia, der liebt die Borussia. Auch wenn er ja seit kurzer Zeit da ist. Er ist auch Papa geworden vor kurzem. Dazu nochmal alles Gute. Und ja, wenn er darf nicht so oft, also er hatte jetzt schon so 2-3 Verletzungen. Das muss er so ein bisschen mehr in den Griff bekommen, dass er wirklich 30 Spiele machen kann nächste Saison. Und dann ist er für mich eigentlich schon Kapitän. Klar, man wünscht sich irgendwie einen Kapitän in einer zentraleren Rolle mit Julian Weigel vielleicht. Das sind so meine heißesten Kandidaten. Also wenn ich mich festlegen müsste, ich habe immer gesagt, Julian Weigel, ich bleibe auch dabei. Aber Omlin vom Typ her wäre natürlich eigentlich der klarere Kapitän, spielt halt irgendwo auf der falschen Position. Aber wenn man Seoane kennt, ihn stört ein Torwart als Kapitän überhaupt nicht. Das hat er bei Leverkusen und mit Radetzky auch gehabt. Und ja, da müssen wir mal abwarten, wie es wird. Uns ist allen klar, dass es Rückschläge geben wird. Und ich glaube, das ist auch vielen bewusst, das ist auch mir bewusst, dass der Saisonstart holprig werden kann in Augsburg, dann gegen Leverkusen zu Hause und Bayern München, dass das nicht, ja, dass das schwierig werden kann, ist klar. Kann natürlich auch gut werden, gewinnst du zu Hause gegen auswärts in Augsburg, was immer möglich ist, zwar schwierig, wir kennen alle unsere Auswärtsstatistik, ja, und zu Hause können wir jeden schlagen. Das ist so, das wird immer so bleiben und ich gehe optimistisch da rein und wenn es dann, ja,
zum Saisonstart nicht so prickelnd läuft oder es, ja, es hapert und hier und da, da muss man ein bisschen die Ruhe bewahren. Also da, das habe ich schon mit einkalkuliert. Einkalkuliert habe ich aber natürlich auch aus den ersten 3 Spielen 9 Punkte. Ist ja ganz klar. Und ja, wir leben hier die Nähe mit den Fans. Ja, ich liebe Grüße an den Tegernsee. Ich wollte eigentlich auch kommen. Ich schaffe es beruflich leider nicht. Ist nicht machbar gewesen. Dafür komme ich aber zum Spiel gegen Montpellier am 5. August in dem Borussia-Park. Da freue ich mich schon richtig drauf. Hiermit grüße ich alle Leute, die jetzt am Tegernsee sind und vielleicht sogar meine Folge gucken. Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie ihr wisst, wir organisieren eine große Borussia-Tipp-Runde völlig kostenlos zum Teilnehmen. Es wird coole Preise geben. Der erste und zweite und dritte wird einen Shop für einen Fohlengutschein bekommen. 250 Euro, 150 Euro und 100 Euro. Der vierte, fünfte, sechste wird jeweils ein Gladbach-Trikot bekommen. Und die Herbstmeister, die ersten 3, werden einen Gutschein von meinem Partner, Dein Sportsfreund, bekommen. Es gibt Preise, aber im Endeffekt geht es nur just for fun. Und dann gibt es am Ende der Saison noch eine kleine Belohnung für die, die sich durchgesetzt haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr teilnehmt. Link ist unten drin zum Registrieren. Und jetzt wünsche ich euch, egal wo ihr seid, ob am Tegernsee, ob in Deutschland oder egal auf der Welt, einen super Feierabend. Macht's gut. Und wir hören uns morgen zum Fan Talk. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.